Allerdings haben wir sehr häufig den Eindruck, dass genau das Gegenteil der Fall ist und wir sozusagen durch entsprechendes Hinterfragen oder auch Infragestellen an anderen Stellen diese Eigenständigkeit dann ausdrücken. Also beispielsweise die Teilnehmer bei der Fridays for Future-Bewegung halten sich ja für eine Art revolutionäre Bewegung. So wie es sich die Atomkraftgegner in den 70er Jahren auf die Fahne geschrieben haben. De facto aber sind sie nichts anderes als die Speerspitze einer bestimmten ideologischen Bewegung, die man vorantreiben will. Und denn das Erkennen daran oder beziehungsweise die Erkenntnis, dass dem so ist, kann man ganz einfach sehr leicht daraus ableiten, welche Bewegungen welche Form von Unterstützung bekommen. Und wenn du mir jetzt zurufen würdest, ja, aber die Bewegung gegen die Atomkraft, die sind ja stark bekämpft worden. Ja, selbstverständlich. Um die Glaubwürdigkeit auch zu erhalten, braucht es immer Gegenstimmen. Und so gibt es hier und da auch Grüne, die ihre Stimme erheben und sagen, naja, so ist das auch nicht möglich. Und das ist dann wiederum die Beruhigungspille für all diejenigen, die meinen, dass auf diese Art und Weise auch wieder die Stimme der Vernunft zu hören ist. Das Ganze ist eine große Show, nichts anderes. Alles, was auf dieser Bühne geschieht, ist eine Show. Alles. Nicht alle, die da mitmachen, sind sich bewusst, dass sie einer Show dienen. Zweifellos. Aber es ist eine orchestrierte Veranstaltung. Nur, dass diese Orchestrierung nicht mehr so gut funktioniert, weil eine Show, wie wir sie heute weltweit erleben, ganz stark auf Statisten baut, auf ein freiwilliges Mittun, auf ein einfach nicht genaues Hinblicken. Nur die Statisten sind zu wenig. Und deswegen muss man uns glauben machen, dass schon eine Minderheit in letzter Konsequenz ausreicht, um all die Dinge über Bord zu werfen, die störend sind für den Umbau der Strukturen, der jetzt vorgenommen wird. Also mit anderen Worten, alleine schon eine Minderheit, und sei sie noch so absurd, reicht aus, um hier jetzt etwas in Bewegung zu bringen. In diesem Zusammenhang, was ganz wichtig ist, was ich mitgebracht habe. Ich habe hier eine Meldung auch vom Spiegel, passt auch noch so zum Thema Klimaschutz. Unter der Überschrift, was Fleischverzicht für den Klimaschutz bringt, finden wir eine Analyse von Julia Merlot. Dort heißt es in der Überschrift, der Weltklimarat fordert eine Kehrtwende beim Fleischkonsum. Politiker in Deutschland debattieren über eine höhere Fleischsteuer. Welchen Effekt hätte der Verzicht auf Burger und Steak? Wer Fleisch isst, belastet das Klima. So viel steht fest. Wieder diese ganz kurzen, prägnanten Sätze, damit die wirklich als Faktum in den Kopf kommen. Selbstverständlich finde ich es eine wunderbare Entwicklung, wenn die Fleischproduktion hinterfragt wird. Aber das, was hier jetzt eben zusammengefasst wird, das kann man sehr schnell herauslesen, richtet sich überhaupt nicht in Richtung Tierschutz, sondern es wird wiederum ein weiteres Thema im Kontext mit CO2 gebracht. Ich habe aber diese Meldung aus einem anderen Grund mitgebracht, und zwar, was ist denn der Weltklimarat? Hast du von dem schon mal gehört? Weltklimarat. Wir haben es hier wieder mit einer sogenannten Nichtregierungsorganisation zu tun. Und diese Nichtregierungsorganisationen, die tauchen immer wieder auf. Und wenn du ein bisschen mehr verstehen willst über die Zusammenhänge, dann ist es gut, wenn du ein bisschen diese Rolle verstehst, die die spielen. Dazu musst du verstehen, dass bestimmte Aktivitäten, beispielsweise der Umbau von bestimmten Strukturen, nicht so einfach aus sich heraus geschehen kann. Es muss etwas geschehen, was sozusagen ein Auslöser ist. In der öffentlichen Welt, beispielsweise in der kommerziellen Welt, da braucht es immer so etwas, das man eine Anzeige nennt, zum Beispiel. Da muss jemand eine Anzeige machen, damit etwas in Bewegung gebracht wird. Die allererste Anzeige im Leben ist meist die Geburtsanzeige. Die ist zum Beispiel auch ein Auslöser für viele dahinterliegende Prozesse. Und eine Anzeige, die löst dann immer was aus. Und diese Deutsche Umwelthilfe ist ein Verein. Und dieser Verein, der hat entsprechend einfach bestimmte Themen ausdrücklich bewusst auf eine bestimmte Art in die Öffentlichkeit gebracht, die die Öffentlichkeit dazu zwingt, diese Themen aufzunehmen.
Falls du nun sagst, naja, das ist ja sehr praktisch, dann könnte ich ja auch Themen in die Öffentlichkeit bringen, die in die Öffentlichkeit bisher vergeblich versucht worden ist, sie irgendwo einmal publik zu machen. Jetzt könnte man ja auf diesem Weg genau auf den gleichen Wege verfahren. Na, dann würdest du feststellen, dass das nicht so einfach ist. Einfach weil du keinen Rückenwind hast, einfach weil du keine Unterstützung bekommst, weil die Themen, die du möglicherweise in die Öffentlichkeit bringen willst, eben nicht gewollt sind. Und dann kann man großzügig über solche Anzeigen auch hinweggehen und möglicherweise feststellen, dass es da kein Interesse gibt in der Öffentlichkeit. Also hier siehst du ein bisschen, wie die Dinge auch funktionieren. Und zum Beispiel so ein Weltklimarat, der nimmt dann eine interessante Position ein, nämlich die Position, dass er die Dinge sozusagen in die Öffentlichkeit trägt, auf seine Anzeige hin. Und dann werden die Dinge auf einmal sichtbar und dann kann man damit umgehen. Naja, und so ist es natürlich sehr praktisch, wenn man sich solcherlei Organisationen möglicherweise auch selber schafft, um solche Anzeigen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das kann man nämlich sonst gar nicht so einfach machen. Ja. Aber das ist ein eigenständiges Thema, das ist noch ein bisschen komplexer, als ich es jetzt hier dargestellt habe. Ich habe noch eine abschließende Meldung, man könnte sagen, es sind zwei. Die eine will ich ganz kurz nur ansprechen. Und zwar, immer mehr Frauen würden aus Klimagründen am liebsten abtreiben, so heißt hier die Meldung. In ihrer Obsession, das Weltklima zu retten, gehen manche moderne Frauen so weit, dass sie sagen, es sei nicht mehr verantwortbar, weitere Kinder in die hochbelastete Welt zu setzen. Und weil nämlich der Nachwuchs die Umwelt weiter mehr schädigt als viele andere bekannte Störfaktoren. Und das ist etwas, das jetzt also zum Beispiel auch in der Schweiz in der NZZ zu lesen war. Warum bringe ich dir diese Meldung nochmal mit? Weil man es inzwischen wirklich geschafft hat, dass wir uns selber als die größten Schädlinge sehen. Und das ist eine enorme Leistung, die hier stattgefunden hat und die von gar nicht so wenig Menschen gesehen wird und auf diese Art und Weise wirklich dazu führt, dass dann entsprechend gehandelt werden kann, um das eben zu bereinigen, weil derjenige, der sich am liebsten umbringen würde, weil er die Welt so belastet, natürlich bereit ist, alles zu tun, was man von ihm verlangt. Also hier siehst du die Konsequenz, die sich heraus ergibt aus dieser Art der Gehirnwäsche, die ist eine vielschichtige und die geht natürlich weit über das Thema Klimawandel hinaus. Es gibt nicht wenige Menschen, die diese Grundeinstellung generell haben, dass es ihnen lieber ist, dass andere über sie entscheiden, damit sie aus der Verantwortlichkeit herauskommen und somit auch aus der Schuldspirale. Mit anderen Worten, wenn ich aber alles richtig mache, grünen Ökostrom beziehe und entsprechend kein Auto fahre und ich weiß nicht, was noch alles tue, dann möchte ich von dir aber auch bitte die entsprechende Freistellung haben von meiner Schuld in der Gestalt, dass du mir vergibst. Und so wie das Geld in den Klingelbeutel klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Das ist moderner Ablasshandel, was hier passiert. Das muss dir ganz bewusst sein. All diese Dinge sind alt in ihrer ganzen Struktur und haben vielschichtige Verbindungen. Ein kurzer Querhinweis in die spirituelle Szene, da findest du genau das Gleiche. Da ist die Schuld das Ego, das überwunden werden muss, bevor die Befreiung einsetzt. Also auch hier ist die Identifikation das große Problem, was in letzter Konsequenz in vielen spirituellen Szenen dazu führt, dass derjenige, der an seinem Ego klebt, eben auch noch ein Schuldthema hat. Also die Verbindung ist so ähnlich, ist so parallel. Und in Wahrheit bist du es selber, der diese Dinge einfach nur loslassen muss, denn all das Ganze, was dir dort präsentiert wird, ist nichts anderes als ein fiktives Konzept. Aber das nur so am Rande. Also das erstmal soweit. Jetzt habe ich sehr lange einen Monolog gehabt. Das ist ja übrigens hier bei der Tagesenergie auf diese Art sowieso meine Herausforderung, dass ich wirklich sehr lange erzählen muss. Noch länger als bei einem Live-Zusammensein. Da gibt es dann mal eine Pause, ja. Jetzt gucken wir mal, was vielleicht hier an Fragen aufgetaucht ist. Ich gucke derweil auch mal auf die Uhr. So, hab ein bisschen Geduld. Ich muss hier immer umschalten. Tja.
Matthias, das würde ich jetzt gerne überspringen wollen hier in diesem Zusammenhang. Das ist was sehr Spezielles für uns nachher. Das möchte ich jetzt hier nicht ansprechen. Ja, ich weiß natürlich, dass solcherlei Themen, wie sie jetzt hier angesprochen werden, für viele interessant sind. Dann machen wir aber lieber mal in Form von einer eigenständigen Sondervideos. Da kann man durchaus auch öffentlich drüber sprechen. Hier geht es um Nachfragen im Sinne von, wie wichtig sind, wenn es um Anzeigen geht, beispielsweise eine Lebenderklärung oder ähnliches. Ja, das ist ein Thema. Da werden wir gerne mal drüber sprechen. Vielleicht machen wir das mal in einem speziellen Rahmen. Eine weitere Frage. Lieber Alexander, kannst du bitte eine Art Prognose geben, wie es in Deutschland weitergehen kann? Ich sehe, dass es hier erhebliche Unterschiede zu anderen europäischen Ländern gibt. Das Land wird sehr stark inzwischen in die Knie gezwungen und die Ignoranz innerhalb der Bevölkerung ist sehr hoch. Kannst du dazu was sagen? Ja, das mache ich sehr gerne und das tue ich auch. Und es ist auch eine schöne Übergang in diese Thematik. Dann gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich habe hierzu einige Themen, die da hineinreichen. Ich gucke mal gerade, mit welchem wir am besten beginnen. Tja, das ist vielleicht hier das Beste. Ich muss mal hier ganz kurz ein bisschen umstellen. Ich habe mir das zu groß hier geschaltet. Also ich habe hier eine Meldung herausgesucht aus dem Fokus. Ich mache das übrigens extra, nicht? Ich suche extra Meldungen raus, die aus den Mainstream-Medien kommen, damit wir die verwenden können, weil die als Quelle einfach für die meisten Menschen glaubwürdig sind. Ich muss dir allerdings sofort sagen, dass die Vorstellung, dass es glaubwürdige Quellen gibt, etwas ist, das, wenn man es hinterfragt und genauer kontrolliert, sehr, sehr stark zu relativieren ist. Denn was sind denn wirklich glaubwürdige Quellen? Sind diese Meldungen aus diesen Mainstream-Medien glaubwürdig für dich? Oder vielleicht sogar gerade nicht? Wie glaubwürdig sind Meldungen oder Hinweise, beispielsweise Statistiken, die öffentlich herausgegeben werden? Wie glaubwürdig sind die? Also von daher diese Was hast du für Quellen? Ist eine berechtigte Frage, selbstverständlich. Aber die pauschale Vorstellung, dass es seriöse und gute Quellen gibt, das ist etwas, das man uns glauben macht, was man aber durchaus hinterfragen kann. Ich benutze, wie gesagt, den Fokus deswegen, weil er allen zur Verfügung steht und weil auch dort natürlich, man könnte sagen, die Dinge veröffentlicht werden, nach denen man sich richten soll. Es sind die Nachrichten. Richten. Und deswegen sind die eben hier auch gut geeignet für die Tagesenergie. Die heutige Meldung lautet, oder die heutige nicht, sie ist schon älter, sie ist vom 28. Juli. Experte warnt Anleger, Euro-Währungsreform kommt zu 100%. Eine Euro-Währungsreform kommt früher oder später, ist Frank Walter, Geschäftsführer der ersten Finanz- und Vermögensberatung, überzeugt. Im Interview erklärt er die Gründe und wie Anleger trotz Währungsreform auf der Gewinnerseite stehen. Also wird es den Euro Ende 2019 noch geben? Ja, sicher, denn der politische Wille hält ihn am Leben, heißt es hier. Ist ja auch interessant. Es dürfte aber immer mehr eine Schattenwährung geben. Was meinen Sie damit? Naja, und dann meint er eben hier, eine Differenzierung zwischen dem Geld auf dem Konto und dem im Portemonnaie. Es wird letztendlich zwei Euro-Welten geben, eine physische und eine elektronische. Die Bedeutung des Bargelds rückt dabei immer mehr in den Hintergrund. Oh, das ist auch eine. Ich hatte diesen Satz vorher nicht gelesen, sonst hätte ich den jetzt nicht zitiert, weil der eine Tür öffnet, die sehr komplex ist. Ich habe in der Vergangenheit schon etwas angedeutet, immer wieder, und ich sage das jetzt nochmal. Das, was du in der Öffentlichkeit siehst, ist in sehr vielen Fällen ein Spiegel. Und die Dinge sind immer um 180 Grad gedreht. Also wenn du deinen linken Arm hebst, dann hebt der im Spiegel den rechten Arm. Und diese Aussage, wie sie hier getätigt wird, ist nicht falsch. Aber sie führt sehr schnell in eine komplett falsche Interpretation. Dazu müssten wir uns jetzt ausgiebig über die Bedeutung von Bargeld versus Buchgeld unterhalten. Und ich habe das ansatzweise schon getan, aber das ist viel, viel komplexer. Und die tatsächlichen dahinterliegenden Absicherungen sind. Oder sagen wir es anders, die dahinterliegenden Absicherungen werden von den meisten vollständig falsch interpretiert.
Auch das ist ein Thema, das nicht in dem Rahmen der Tagesenergie besprochen werden kann. Aber es ist ganz wichtig, diese Thematik später mal aufzugreifen. Und alleine dieser Hinweis, den er hier gibt, zu Recht gibt, ist natürlich schon mal interessant, dass es zwei unterschiedliche Arten von Geld gibt. Und ich habe schon darüber gesprochen, in Notsituationen zum Beispiel ist natürlich Geld, das man in Form von einem Guthaben, wie wir das nennen, auf dem Konto hat, eben nicht unmittelbar verfügbar, was schon mal ein großes Thema ist. Aber das ist es eben nicht allein. Das ganze Thema ist viel, viel größer. Was uns aber heute hier interessieren soll, ist die Grundaussage, dass es zu einer Währungsreform kommen soll. Und er sagt hier weiter: Zunächst muss man wissen, dass es bei einer Währungsreform nur um die Neubewertung einer Zahl per staatliches Dekret geht, so wie in der Geschichte zum Beispiel 1987, oder Bettino Craxi aus 100 Millionen italienischen Lira 100.000 Lira wurden. Die viel spannendere Frage ist, warum es zu einer Währungsreform kommt. Ja, lass uns da trotzdem mal einen kurzen Blick drauf werfen. Das ist eine ganz interessante Möglichkeit der Betrachtung, die wir jetzt hier durch diesen Artikel haben. Wenn wir uns das Wort Währung mal anschauen, dann hören wir da eigentlich sehr gut heraus, was eine Währung ist. Eine Währung ist die Bewertung der Liquidität. Also die Währung gibt aus, macht eine Aussage in Form der Bewertung der dahinterliegenden Liquidität. Insofern ist das korrekt, was er hier sagt, und ein gutes Beispiel, aber zeigt eben auch schon auf, wie komplex die ganze Thematik ist. Und hier sind ein paar spannende Sätze zu finden. Währungsreform ist Tausch von Guthaben der Bürger gegen Schulden des Staates, heißt es hier. Und Walter sagt, die Ursache ist stets dieselbe: Schulden. Dabei ist es zunächst gar nicht schlimm, wenn ein Staat Schulden macht, da er faktisch Leistung erbringt, zum Beispiel Infrastruktur und Bildung. Das ist nicht korrekt. Wenn aber der Punkt erreicht ist, bei dem Schulden so wie jetzt nur noch durch beliebiges Drucken von Papiergeld gedeckt werden können, wird es kritisch. Auch das ist nicht korrekt. Damit kommt es zu einer Währungsreform. Diese ganzen Annahmen sind falsch. Und das ist etwas, das ein echtes Problem darstellt, weil ich kann die Dinge jetzt nicht richtig stellen. Ich kann sie nicht richtig stellen, ohne dass du komplett und vollständig verstehst, wie das System wirklich funktioniert. Und hier sehen wir wieder in aller Deutlichkeit, es gibt zwei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene der Verpackung, das ist das, was auf der Bühne geschieht. Alles bestens, du kriegst deinen Euro jederzeit überall unter, alles funktioniert. Dann kommt die Ebene dessen, was man erkennt, wenn man in die Verpackung hineinguckt mit kritischem Blick. Das ist das, was wir hier vorfinden. Und dahinter sehen wir die tatsächlichen Strukturen, die ganz jenseits sind dessen, was man uns auch nur versteckt unter einer Verpackung bereit ist zu zeigen. Trotzdem hat diese Meldung für uns eine hohe Wichtigkeit. Hier heißt es, Wahrscheinlichkeit für Euro-Währungsreform liegt bei 100%. Und das ist wahr. Und das ist das, was natürlich etwas ist, das ein ganz deutlicher Hinweis ist. Und wenn du dich mal bitte erinnerst an die Meldung, die ich dir vorhin gesagt habe, immer mehr Deutsche sind glücklich, immer mehr Deutsche sind psychisch krank und die Deutschen haben Angst vor dem Abstieg. Naja, irgendwo kann man das dann verstehen. Und wenn man sieht, dass diese Meldung hier aus dem Fokus aus dem Juli stammt und dieser Hinweis, dass die Deutschen Angst haben, ohne dass es eigentlich einen Hintergrund gibt, schaut mal auf die nackten Wirtschaftsdaten, geht es den Deutschen ziemlich gut vom 12. September, dann merkt man, dass es hier keine Konstante gibt in der Entwicklung der Nachrichten. Also viele Menschen haben ja auch die Vorstellung, es geschieht etwas und daraus leiten sich dann auch die künftigen Geschehnisse ab in der Form, wie wir sie eben auch in den Medien vorfinden. Das ist aber nicht wahr. Auf einmal heißt es etwas, das ganz gegensätzlich ist. Einmal hören wir von der kommenden bedrohlichen Eiszeit, die möglicherweise herrscht. Gab es übrigens vor wenigen Wochen eine Meldung von der NASA herausgegeben. Das macht nichts. Weil sowieso die Leute das tun, was man ihnen auf die richtige Art und Weise vermittelt. Und solche kollabierenden und gegensätzlichen Meldungen schaffen nur und verstärken nur die Vorstellung, dass eben alles sehr schwierig ist und nur die Experten wissen es.
Übrigens will ich dir mit meinen Hinweisen nicht die Vorstellung geben, dass nur die Experten das wissen. Überhaupt nicht. Sondern ich will dir nur sagen, dass du selber die Wahrheit nur dann verstehen kannst, wenn du die Grundlage verstehst und alles loswirst, was du an Müllvorstellungen in den Kopf hast. Und das ist die eigentliche Arbeit. Das ist die Schwierigkeit. Ich kenne viele Leute, die bereits Gutes in ihren Kopf hineingebracht haben, die Dinge verstehen. Aber manchmal, da schütteln sie den Kopf zu sehr und auf einmal kommt wieder der Müll nach oben und auf einmal denkst du, der hat nichts verstanden. Das ist der normale Weg. Es braucht Zeit, bis diese Dinge wieder aus dem Kopf in Form der überholten Programmierung auch verschwinden. Zu diesem Thema Euro-Währungsreform kommt, hier habe ich noch eine andere ganz spannende Währung und die ist vom Handelsblatt. Die heißt: Alle Zeichen stehen auf Rezession, aber Berlin will nicht handeln. Das ist interessant, ne? Zahlen lügen nicht. Die aktuellen Wirtschaftsdaten weisen Richtung Abschwung. Darauf müsste der Staat reagieren und Schulden machen. Doch in Deutschland regiert der Sparfetisch. Also hier in dieser Meldung sind natürlich viele, viele interessante Sachen drin. Aber weißt du was? Noch interessanter ist, dass da oben drüber noch ein Zitat steht. Greta Thunberg. In Anführungszeichen jetzt das Zitat: Wenn nichts anderes hilft, ist ziviler Ungehorsam eine Notwendigkeit. Das sagt uns Greta Thunberg. Ja, alle Zeichen stehen auf Rezession, aber Berlin will nicht handeln. Also das ist eine interessante Meldung, weil hier der Autor eben sagt, ja, es ist klar, es sind diese Zeichen da, aber der Staat oder das System will nicht reagieren. Das ist ja interessant. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum, und er gibt auch die Antwort. Und auch hier wieder genau das Gleiche. Guck dir das bitte mal an. Versuch mal, diese Struktur zu sehen. Diese Sätze, so wie ich das vorhin gesagt habe, diese kurzen, einprägsamen Programmiersätze. Ich lese dir das jetzt mal vor, was da drunter steht. Also alle Zeichen stehen auf Rezession, aber Berlin will nicht handeln. Zahlen lügen nicht, Punkt. Die aktuellen Wirtschaftsdaten weisen Richtung Abschwung, Punkt. Darauf müsste der Staat reagieren und Schulden machen, Punkt. Doch in Deutschland regiert der Sparfetisch, Punkt. Das sind einfache Sätze, die richtig schön in den Kopf kommen sollen. Die Zahlen lügen nicht. Die Wirtschaftsdaten weisen Richtung Abschwung, das wird uns immer permanent gesagt. Darauf müsste der Staat reagieren. Und jetzt kommt sogar nach dem Gedankenstrich, wie er reagieren müsste. Er müsste Schulden machen. Ja, das ist ja eine interessante Lösung der Probleme. Und wir haben eben schon gehört, dass dieses Thema Schulden machen ein ganz großes, komplexes Thema ist, auch im Kontext mit der Gesamtwirtschaftssituation. Doch in Deutschland regiert der Sparfetisch. Also hier wird uns Glauben gemacht, dass hier eben aufgrund des Sparfetisch eben nicht Schulden gemacht werden, was man eigentlich tun müsste. Und dann wird das hier alles noch weiter erklärt. Beispielsweise, dass die Industrieproduktion im Juli gefallen ist, und zwar um minus 1,5%, viel stärker als von Analysten erwartet und so weiter und so weiter. Nach der Ursache braucht man nicht lange zu suchen. Auch die Industrien von Japan und Südkorea, die wie die deutsche stark von der Nachfrage aus China abhängig sind, entwickeln sich schlecht und so weiter und so weiter. Also die Wirtschaftsleistung ist geschrumpft, es sieht schlecht aus. Das wird hier schon in aller Deutlichkeit gesagt. Und hier wird ja auch viel dazu getan und dazu beigetragen. Denke an die von mir zitierte Autoindustrie, denke in diesem Zusammenhang an die Industrie im Bereich von großen Produktionsanlagen, beispielsweise der Maschinenbau. All das geht zurück und es wird vollständig mit Absicht getan. Und zwar nicht, weil der Sparfetisch regiert, sondern weil einfach jetzt hier die Bremse gezogen wird, und zwar mit einer Deutlichkeit und einer Geschwindigkeit, dass es mich wundert, dass davon relativ wenig noch zu sehen ist, auch wenn hier und da Konkurse und entsprechende sichtbare Wirkungen natürlich auch schon wahrzunehmen sind, beispielsweise in der Automobilzulieferindustrie und so weiter und so weiter. Ich bin eben gefragt worden, Alexander, wie siehst du diese Entwicklung hier in Deutschland? Ja, die sehe ich natürlich mit einer großen Besorgnis dahingehend, dass ich sage, ganz klar wird für diejenigen, die nur in einem
funktionierenden System leben können, eine große herausfordernde Zeit vor ihnen liegen, denn dieses System wird sich massiv ändern. Und es werden sehr, sehr viele Voraussetzungen geschafft, um dafür die Begründung zu bekommen. Also mit anderen Worten, die Einbrüche, die jetzt vor uns liegen, die werden die Begründungen liefern für das, was folgen wird. Und diese Folgen, die sich daraus ergeben, die sind wirklich kaum absehbar. Wir dürfen auch eines nicht vergessen, dass die Vorstellung der meisten Menschen, dass eine gut funktionierende Wirtschaft immer im Interesse eines Systems ist, wirklich naiv ist. Ein System kann sehr wohl auch von einbrechenden Situationen profitieren, wenn man entsprechend aufgestellt ist und die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen hat und durch die neuen Strukturen dann eben auch wieder Neues aufbauen kann. Also mit anderen Worten, die abzuwrackenden alten Kühlschränke aus den 70ern, die haben bei denjenigen, die Kühlschränke herstellen, ein Lachen verursacht und genauso verlagern sich natürlich Werte, genauso verschieben sich natürlich bestimmte Dinge und die Spannung, die gleichzeitig damit entsteht, ist ein guter Nährboden, um die Dinge so zu organisieren, ja, wie man es wohl jetzt braucht. Wie das genau abläuft, lässt sich sehr schwer sagen. Es gibt Hinweise, die deutlich sind, aber wir merken auch, dass viele der bisherigen Pläne offenbar nicht mehr verfolgt werden können oder nur noch von denen verfolgt werden, die nicht wirklich informiert sind über die tatsächlichen Pläne. In der Vergangenheit habe ich schon darüber gesprochen, Macron und Merkel, das sind so die beiden letzten, die hier die Fahne der alten Strukturen hochhalten, die über die letzten Jahre und Jahrzehnte, man könnte sagen, ideologisch transportiert worden sind. England ist inzwischen in einer gänzlich anderen Situation. Auch dort werden wir in den nächsten Wochen vermutlich einiges beobachten können. Genauso aber haben sich viele andere EU-Staaten, wie man das immer so nennt, anders entwickelt und sind kritisch bezüglich bestimmter Strukturen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland hier eine zentrale Rolle spielt. Das hängt auch ein bisschen an der spezifischen Struktur, die Deutschland innehat. Also Deutschland ist in einigen Bereichen ein bisschen anders aufgestellt. Korrekt müsste ich eigentlich von Germany sprechen. Das ist eigentlich die richtige Begrifflichkeit im Internationalen, das muss man sehen. Deswegen lassen sich auch bestimmte Dinge nur über den Umweg über Deutschland realisieren. Andererseits aber ist das natürlich auch eine große Abhängigkeit und die Gegenbewegungen, die wir sehen, sind deutlich. Man kann es wirklich im Moment nicht sagen. Ich möchte mich ein bisschen aus dieser Frage elegant dadurch verabschieden, dass ich sage, es wird davon abhängen, wie stark die Menschen in der Lage sind, wirklich zu verstehen, was passiert und auch das notwendige Wissen sich zu erarbeiten, um dann einfach auch wieder zurück in ihre Freiheiten zu finden. Das wird definitiv nicht für alle möglich sein, aber es wird zu einer Spaltung der Struktur kommen zwischen denjenigen, die mehr wissen und mehr tun können, und zwischen denjenigen, die wirklich vollständig in diese neu aufzubauenden Strukturen eingewoben werden und die damit auch einen gewissen Schutz genießen, eine hohe Versicherung genießen, aber gleichzeitig auch komplett limitiert sind auf Basis der Versicherungsbedingungen, die damit verbunden sind. Gucken wir nochmal auf die entsprechende Nachfrageseite. Gibt es da was Neues, möchte ich natürlich gern wissen. Nein, keine weiteren Fragen aufgetaucht. Dann gucken wir mal zurück. Was habe ich denn hier ansonsten noch vorbereitet? Ja, ich habe hier eine Meldung, die passt da jetzt wunderbar. Ich ziehe die mal vor. Die ist vom, Moment, von der Süddeutschen, Süddeutsche Zeitung, vom 12. September unter einer Kolumne. Und dort heißt diese Kolumne Sozialstaat 2.0. Kindheit und Jugend bereiten auf die Erwerbsarbeit vor, im Alter erholt man sich. Dieses männerorientierte Arbeitssystem ist überholt. Die Lebensverläufe von Menschen faszinieren schon immer, unzählige Abbildungen von Lebenstreppen zeugen davon,
alle aufgebaut wie ein Medaillenpodest. Links der Bub mit Ranzen und Büchern, in der Mitte der junge Mann, umgeben von Frauen und Kindern, rechts der Greis mit gekrümmtem Rücken und Stock. Die Lebenstreppen sind Männertreppen, sie zeigen Männer im Kreis ihrer Familie. Die Erwerbsarbeit bleibt dahinter verborgen. Also siehst immer, diese fundamentalen Sätze, die mit Behauptungen daherkommen, die sind immer kurz. Die Lebenstreppen sind Männertreppen. Sie zeigen Männer im Kreis ihrer Familie. Die Erwerbsarbeit bleibt dahinter verborgen. Sie trifft im Aufbau unseres Sozialstaats hervor. Alles einzelne Sätze. Kindheit und Jugend bereiten auf die Erwerbsarbeit vor, im Alter dann erholt man sich von ihr. Beide Modelle folgen einer Dreifaltigkeit des Lebens und dem ausschließlichen Blick auf Männer. Aber dazu später. Also hier hörst du schon, was hier kritisiert wird und was verändert werden muss. Und entsprechend heißt es eben hier, Männer mit höherer Bildung leben sogar länger als Frauen, was natürlich im hohen Maß ungerecht ist und was natürlich durch uns verändert und verbessert werden muss. Auch dort stehen wir in der Schuld. Und hier heißt es eben, es muss einen neuen Sozialstaat geben, der sich um diese Belange kümmert. Also mit anderen Worten, der Staat ist auch für deine Zukunftsplanung nicht nur zuständig, sondern er hat die Verantwortung. Jedenfalls ist das das, was hier gefordert wird für die Zukunft. Das klingt für diejenigen, die es gerne sehen, dass andere die Verantwortung tragen, vielleicht auf dem ersten oder nach dem ersten Hören ganz attraktiv. Die Problematik ist, der die Verantwortung trägt, der macht die Regeln. Ganz einfach. Der die Verantwortung macht, der trägt die Regeln. Ich habe das oft schon gesagt, die Versicherung für dein Auto, die übernimmt die Verantwortung im Fall eines Unfalls, möglicherweise sogar bei einer Vollkaskoversicherung, unabhängig von deinem eigenen Verhalten, aber sie gibt dir auch genaue Vorgaben. Also zum einen, dass dein Auto TÜV haben muss. Zum anderen, dass dein Auto entsprechende Reifen haben muss. Und dass du selber nicht alkoholisiert sein darfst. Und sie schreiben dir sogar vor, dass du selber dich nicht schuldig bezeichnen darfst, beziehungsweise dass du der Versicherung diese Dinge überlässt. Ansonsten verlierst du diesen Schutz. Und das, was dort so attraktiv daherkommt, im Sinne von wir oder der Staat oder wir alle müssen etwas regeln, führt in Gänze dazu, dass der Einzelne eben nicht mehr selber bestimmt, sofern er in diesen Strukturen eingebunden wird und eingebunden ist. Und an alle, die jetzt hier einen großen Schreck bekommen und eine faschistoide Zukunft fürchten, denen muss man ganz klar zurufen, auf wen bezieht sich das denn? Über wen bestimmt denn das System hier letztendlich? Wer ist es denn tatsächlich, der hier in den entsprechenden Vertragsverhältnissen steht? Und das ist etwas, das viel grundsätzlicher und wichtiger ist als das, was dort möglicherweise geplant wird, bezogen auf einen ganz bestimmten Kreis von denjenigen, nämlich die in diesen Ordnungen hineingehören. Und hier sehen wir schon einmal, dass wir uns erst einmal selber klar werden müssen, wo wir stehen, an welcher Stelle und auf welcher Basis wir stehen. Und all diese Informationen brauchen wir nicht nur, sondern wir müssen sie in Form eines inneren Verständnisses erreichen. Wir müssen uns selber sozusagen wieder die Hand reichen hin zu dem substanziellen Verständnis unseres eigenen Seins. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und entscheidend, wo wir unsere Freiwilligkeit möglicherweise tatsächlich aufgegeben haben und unsere Freiheit für ein, wie sagt man so schön, ein Linsengericht verkauft haben und es vielleicht auch noch tun. Das ist etwas, das den wenigsten bewusst wird. Und das bezieht sich wirklich nicht nur auf die Öffentlichkeit, auf die dahinterliegenden Strukturen, das bezieht sich nicht nur auf Personen und ähnlichen Konstrukten, sondern es bezieht sich auch auf das innere Verständnis der eigenen inneren Kraft. Ja, die Verantwortung, die abgegeben wird, auch wenn man zum Beispiel zum Arzt geht, Herr Doktor, machen Sie mich gesund. Dieses Abgeben der eigenen Kraft ist immer verbunden mit einem Aufgeben der eigenen Freiheit, immer in einem bestimmten Rahmen. Und wer die eigene Freiheit nicht hochschätzt, der hat sie vermutlich schon verloren
Und der wird sie nicht mehr so leicht zurückerlangen, wenn er immer wieder diese Freiheit freiwillig aufgibt. Es hat eine sehr hohe energetische Bedeutung. Tja, ich gucke zum einen mal ein bisschen verstohlen auf die Uhr und zum anderen auch natürlich auf meine anderen übrig gebliebenen Meldungen. Da habe ich auch einen, die passt da irgendwie badewunderbar hin. Die ist zwar schon ein bisschen älter, die ist vom 15. Februar 2018. Ich habe die aber hervorgesucht, weil hier etwas angesprochen wird, was auch ein Hinweis ist in eine Richtung, in die wir uns bewegen. Die Meldung aus der Süddeutschen heißt gegen Spekulanten. Und da heißt es dann, bisher gibt es die Grundsteuer in zwei Varianten, für landwirtschaftliche Flächen Grundsteuer A und für andere bebaute und bebaubare Grundstücke Grundsteuer B. Jetzt soll noch eine dritte eingeführt werden, und zwar für Brachflächen. Und hier siehst du auf eine sehr klare Art und Weise, wie im Grunde genommen auf einmal alleine dadurch, dass die Organisation sich eines Themas annimmt, das für denjenigen, der der Eigentümer oder auch der Besitzer ist, sich auswirkt. Wenn ich jetzt von Eigentümer und Besitzer spreche, dann mache ich das so im Sinne, wie es üblicherweise von den Zuhörenden verstanden wird, ohne darauf einzugehen, dass diese Begriffe wirklich so eigentlich kaum verwendet werden können. Insbesondere der Eigentümer in ganz vielen Stellen eben nicht ein Eigentümer ist, wie wir das im landläufigen Sinne interpretieren und verstehen. Und hier kommt also auf einmal durch eine Verwaltungskonstruktion, die sich jetzt um diese Grundstücke kümmert, auf einmal ein übergeordnetes Konzept daher und bringt die Dinge in eine neue Form der Kontrolle, hier verbunden mit einer neuen Form der Ansprüche, und setzt denjenigen, der jetzt in diesen Konstrukten untergebracht wird, in die Position vermutlich des Halters. Und das ist etwas, das wir auch im Moment beobachten können, dass wir also in andere Positionen gebracht werden und dass Neureorganisationen stattfinden. Dazu muss ich dir eine spannende Geschichte erzählen. Das ist ein echter Insider. Ich habe am Anfang dieser Woche mich noch einmal mit dem Thema Postversand beschäftigt, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich selber ein wichtiges kommerzielles Dokument verschicken wollte, das auch verschickt habe, und zum anderen auch eben im Zusammenhang mit dem anstehenden Kursabend zum Thema Versenden von wichtigen Dokumenten, da gibt es einen eigenen Kursabend dazu, ich mich natürlich auf den neuesten Stand bringen wollte, denn ich wusste, es gibt bei der Post einige Veränderungen. Und ich habe mir also deswegen, habe ich mich ein bisschen kundig gemacht, habe mir relativ viel Zeit genommen, habe mir auch die neuen Dokumente und Unterlagen angeschaut und habe mir einen Express, ja, wie nennt es sich, einen Aufkleber mitgenommen von der Post. Und auf diesen Express-Aufkleber, da habe ich etwas Neues entdeckt, was ich bisher noch nie gesehen habe bei der Post. Und hier gibt es vielleicht eine kleine Hausaufgabe für euch, die ihr vielleicht nicht in Deutschland wohnt, sondern vielleicht in der Schweiz euch aufhaltet oder in Österreich oder vielleicht auch in Italien. Guckt mal, wie das bei euch ist, ob ihr das auch herausfinden könnt. Auf dem Aufkleber gibt es nämlich jetzt bei der Empfängeradresse einen neuen kleinen eingedruckten Vordruck, der also die jeweiligen Felder kennzeichnet und darauf vermerkt ist, was in den jeweiligen Feldern einzutragen ist, also beispielsweise Adresse oder eben auch Land. Und bei Land ist ein Zusatz jetzt dazu gekommen. Da steht jetzt Land Schrägstrich Territorium. Und das finde ich hochinteressant. Also auf den neuen Aufdrucken beim Express, vermutlich aber auch bei den neuen anderen Aufdrucken, guckt ihr die an. Es gibt vielleicht auch noch alte bei der Post, die noch verwendet werden. Bei den neuen steht Territorium. Und wenn du schon länger die Tagesenergie hörst, dann habe ich schon oft diesen Begriff verwendet, Territorium. Ich habe zum Beispiel gesagt, eine Nation, das ist kein Staat. Und wenn von einer Nationalität gesprochen wird, dann ist es etwas anderes als die Staatsangehörigkeit. Alleine schon deswegen, weil eine Nation kein Territorium braucht. Und dieser Begriff des Territoriums, der hat eine große Bedeutung. Also wenn du dich damit mal ein bisschen beschäftigst, dann kannst du da eine Menge herausfinden, auch über die Reorganisation von Territorien.
Und diese ganze Thematik zeigt uns auf, dass das, was wir auf der Bühne sehen, in Form von einer Reorganisation zum Teil, auch was jetzt die Wirtschaft betrifft, auch das ist eine Reorganisation, ein Umbau, der da in der Folge noch entstehen wird, dann sehen wir Reorganisationen sowohl auf der Bühne, massiver Form. Denk beispielsweise an das Thema Energieversorgung, Abschalten der sogenannten Atomkraftwerke oder die Einführung der alternativen Energien. Genauso wie wir natürlich, wenn du ein bisschen tiefer schon hinblickst, die organisatorischen Neu-Reorganisationsvarianten sehen kannst. Das ist vielen verborgen, aber die, die ein bisschen genauer hinschauen, sehen, dass auch Prozesse und Abläufe in der Öffentlichkeit sich zum Teil verändern. Dann merken wir, es wird auch insgesamt ein Umbau vorgenommen, der dem Rechnung trägt, was für die Zukunft gebraucht wird. Und wohin das wirklich geht, da würde man jetzt sehr, sehr viel, naja, man kann sagen, wirklich vermuten und raten. Es ist deswegen so schwer, weil wir eben nur einen eingeschränkten Blick haben auf die verborgenen Aspekte. Ich bemühe mich sehr darum, die Hintergründe auf der energetischen Ebene noch anzusprechen. Das ist etwas, das manchmal Hinweise gibt. Ein bisschen wie der Versuch, als Wahrsager die Karten zu befragen. Ein Wahrsager, der die Karten betrachtet, der bekommt einen Hinweis auf Thematiken. Der bekommt einen Hinweis auf Grundströmungen, der bekommt einen Hinweis auf Tendenzen und der bekommt einen Hinweis auf Thematiken, die momentan oder zukünftig noch auftreten werden. Das, ja, das ist sicherlich möglich, weil sich alles auf allen Ebenen abzeichnet. Mit anderen Worten, wenn es energetische Bewegungen gibt, dann hinterlassen die überall ihre Spuren. Wenn es einen Wind gibt, wird jeder Baum von diesem Wind berührt und alle Blätter bewegen sich, aber nicht alle gleich. Da gibt es Blätter, die weit oben im Baum stark in Bewegung geraten und Blätter, die unten weniger in Bewegung geraten. Es gibt Äste, die stabil sind und Äste, die leicht abknicken. Aber der Wind hinterlässt überall Spuren. Und diese energetischen Kräfte, die sind wie dieser Wind. Und sie lassen Spuren in unserer Gesellschaft, sie hinterlassen Spuren natürlich auch in der Umwelt, wie sie genannt wird, oder sie hinterlassen Spuren eben auch in uns selber, in jedem Einzelnen. Und nun kommt der Verstand her und interpretiert diese Spuren, beziehungsweise nimmt diese Spuren auch als Anlass, um daraus bestimmte Konsequenzen und Handlungsweisen abzuleiten. Und deswegen werden zum Teil eben auch energetische Kräfte, man kann sagen, missbraucht. Sie werden als etwas genutzt, als eine Unterstützung. Ein Stück weit wie der König, der Krieg führen möchte und seinen Astrologen darum bittet, den besten Zeitpunkt zu finden, an dem ihm die Götter die Unterstützung geben. Und dann wird der Astrologe sagen, naja, dann müssen wir eine energetische Grundströmung finden, die zu diesem Thema Krieg passt. Wir dürfen keine Strömung verwenden, die jetzt ganz entgegengesetzt wäre, die jetzt überhaupt nicht zu verwenden wäre. Die müssen wir nehmen, wenn wir später Friedensverhandlungen führen. Also ich muss jetzt als der Hofastrologe herausfinden, an welchen Tagen die kriegerischen, die zerstörerischen Kräfte sozusagen auf der Bühne den entsprechenden Wind, in diesem Falle auch Rückenwind, bereithalten. Und das ist etwas, das wir momentan beobachten können, dass diese Kräfte sehr wohl auch eine Veränderung im Moment in Bewegung bringen, aber nicht unbedingt die, die wir uns wünschen, sondern einfach eine grundsätzliche Veränderung, die uns auch sehr häufig herausfordert und uns zwingt, aus der Komforthaltung herauszugehen. Viele Menschen kommen zu mir oder stellen mir Fragen oder schreiben mir, weil ihre Situation ihnen nicht mehr genehm ist oder ihre Situation so unangenehm wird, dass sie entsprechend jetzt handeln müssen und handeln wollen. Wenn wir über diese Themen sprechen, dann hat es einen, und jetzt sind wir schon ein Stück weit in den spirituellen Themen, selbstverständlich, dann hat es hier auch eine enorme Wichtigkeit, selber
in der Lage zu sein, solche energetischen Strömungen in sich selber auch wahrzunehmen und zu einem gewissen Maße auch zu akzeptieren, sich ihnen aber nicht vollständig auszuliefern. Mit anderen Worten, wir haben als Menschen auch die Möglichkeit, bestimmte Strömungen zu überstehen oder bestimmte Strömungen einfach auch eine gewisse Zeit lang auszuhalten, genauso wie wir sie nutzen können. Also mit anderen Worten, du bist auf einer Bergtour und jetzt kommen energetische Kräfte, die sehr mächtig sind, die du gerne hättest an anderen Fällen. Vielleicht, wenn du mit deinem Kite-Drachen an der Nordseeküste bist und dort auf starken Sturm hoffst und diese Kräfte liebst, die dich antreiben und die dich hochheben in die Luft, aber jetzt nicht auf diesem Berg, wo du dein Zelt aufbauen willst. Mit anderen Worten, wir befinden uns auch immer in einem Umfeld, in dem nicht alle Kräfte für uns nutzbringend verwendet werden können, sondern Kräfte, die uns zum Teil auch in die Herausforderung bringen, uns der Realität zu stellen und nicht zu sagen, wie ist das ungerecht? Jetzt bin ich einmal auf den Berg geklettert, die ganze Zeit war schönes Wetter und jetzt ist dieser Scheißsturm und möglicherweise werde ich sogar krank und wenn ich Pech habe, dann stürze ich sogar ab mit meinem Zelt und debattiert. Das macht das Kind, das macht der Jugendliche, das macht die Bewegung, die auf diese Art und Weise versucht, Einfluss auf die Welt zu nehmen. Der Erwachsene, der besorgt sich zusätzliche Stützelemente und macht das Zelt besser fest. Und das ist das, was jetzt getan werden muss. Du musst die Dinge sehen, wie sie sind. Du musst sie nehmen, wie sie sind. Du musst die Realität betrachten, wie sie ist. Es ist kein großes Problem, wenn dir im Moment das Verständnis fehlt, du aber nicht, jetzt komme ich zu dem entsprechenden Punkt, nicht ignorant bist. Wenn du ignorant bist, dann hast du keine Chance. Und all das, was wir momentan sehen, lebt davon, dass die Mehrzahl der Menschen ignorant sind und deswegen alles so getan werden kann, wie es momentan geschieht. Aber andererseits siehst du auch diese Bewegung. Deswegen hörst du dieses Video. Du gehörst zu der Bewegung derer, jedenfalls sehr wahrscheinlich, wenn du so lange schon zuhörst, derer, die eben nicht mehr ignorant sein können, weil ihnen einfach die Realität zu deutlich auf den Füßen steht. Und das ist der Heilungsprozess, der jetzt entsteht. Das, was viele als Krankheit empfinden, als Wahnsinn empfinden. Und wer Greta Thunberg gesehen hat, der hat gesehen, wie die Dinge inszeniert werden auf eine bestimmte Art und Weise, die man wirklich als Wahn im eigentlichen Sinne, wahnsinnig, jenseits aller Sinne von Wahn befallen, nicht mehr den eigenen Sinnen trauen, sondern wahnhaft die Dinge betrachten. Und deswegen bekommen die auch diese Dynamik und dieses Bedrohliche, dieses Wahnsinnige. Es macht das den Wahnsinn gesellschaftsfähig, denn ansonsten würde man das doch so nicht machen. Und ich kann dir eines sagen, ich bin so weit Profi in diesen Aspekten, auch durch meine Beschäftigung in der Vergangenheit mit den Medien, dass ich dir deutlich sagen kann, diese Geschichte ist von vorn bis hinten nicht nur einmal, nicht nur fünfmal, sondern hunderte Male komplett so trainiert worden. Nicht, weil es so großartig ist und weil es so eine wunderbare Inszenierung ist, sondern weil sie so genau gekünstelt ist und so auf Effekthascherei aufgebaut ist. Sie ist das Produkt einer Inszenierung, einer Planung. So wollen wir es, dass es gesehen wird. Das ist der Effekt, den wir erreichen. Aber was erreicht wird, ist etwas, das wir unauthentisch, unehrlich, aufgesetzt, übertrieben und abstoßend wirkt. Und genau das ist die Heilung, die einsetzt. Die Heilung setzt dann ein, wenn man es übertreibt, wenn man zu viel macht, wenn man penetrant wird, wenn man in allen Medien immer wieder hört, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die Dinge schwächen sich ab. Und heute bist du schon ein Nazi, wenn du Fragen stellst. Du bist automatisch rechts, wenn du nicht links bist. Du bist ein Querulant, wenn du hinterfragst.
Und das wertet diese Begriffe ab. Heute wissen immer mehr Menschen, dass eben jemand mit einem solchen Titel, wie man ihn gerne vergibt, eben durchaus vielleicht sogar jemand ist, der einfach mündige Fragen stellt. Man beschädigt die eigenen Instrumente, die man bisher als Waffen eingesetzt hat. Also von daher, lass dich nicht zu sehr runterziehen, im Gegenteil, es ist eine Show. Genieße diese irrwitzige Show. Sie ist schräg, sie ist skurril und sie erreicht langsam auch den Höhepunkt und immer mehr Menschen wachen nur deswegen auf. Und diejenigen, die dann immer noch schlafen, naja, die haben auch das Recht zu schlafen. Die sind halt müde und die werden noch einige Signale brauchen. Wenn du aber in die irrige Vorstellung gerätst, dass du sie retten müsstest, dann gerätst du in die Situation desjenigen, der im Schwimmbad versucht, zwei stärkere Männer an Land zu ziehen, die drohen zu ertrinken. Ihr werdet alle ertrinken, alle drei. Es ist unmöglich, unmöglich. Es ist unmöglich, Schlafende zu wecken, ohne dass sie ganz laut rufen werden um Hilfe, weil jemand ihren Schlaf stört. Und solange dort bereitwillig andere dazu eilen und den Störenfried sozusagen als das sehen, was den Schlafenden stört, solange wird dieser entsprechende dahinterliegende notwendige Prozess einfach noch zu früh sein. Die Leute müssen von alleine aufwachen. Kein anderer kann das für sie machen. Gut, ihr Lieben, jetzt gucke ich noch mal, ob es noch Fragen gibt und dann nähern wir uns dem Ende. Ich habe hier noch zwei richtige Wahnsinnsmeldungen. Aha. Lass mich das bitte kurz vorher leben. Das ist eine relativ lange Frage, die der Andreas hier gestellt hat. Ja. Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Ich lese ihn einfach mal vor. Dann ist zwar eine etwas längere Frage, aber da werden schon einige Dinge angesprochen. Eine Frage zu unterschiedlichen Veränderungen. Mir fiel auch auf, der Taxiverkehr, Personenverkehr mit einem Taxi ändert sich. Die bisherige Form des Taxis, einfach einsteigen, ist noch wesentlich teurer geworden. Im gleichen Zuge gibt es aber immer mehr Alternativen zum altbewährten Taxi, sind vergleichsweise günstig, aber ohne App am Smartphone gar nicht zu nutzen, beziehungsweise in der Regel nicht nutzbar. Nach meinem Verständnis, ganz unabhängig von Kontrolle durch Smartphone und Überwachung, bindet man das noch mehr an meine zur Verfügung gestellte Person, da ich ohne Smartphone plus Registrierung ansonsten nicht fahren kann. Also vielleicht ist das hier, denke ich, für viele eine interessante Frage. Vielen Dank für deine Antwort und auch, dass du mich oft zum Lachen bringst. Ja, das ist ja schön. Ich denke, das muss man auch. Hast du den Film gesehen, Name der Rose, oder auch das vielleicht das Buch gelesen? Da geht es sehr stark ums Lachen. Das Lachen befreit. Und das Lachen zeigt auch die Absurdität auf, die dahinter steht. Und das ist eigentlich die beste Methode, da umzugehen. Und Trump hat das genial gemacht, ja. Greta Thunberg in der UN. Trump hat dann gesagt, sie muss ein sehr glückliches Mädchen sein, die eine wunderbare Zukunft vor sich hat. Das ist Humor, der natürlich diese Dinge auch, ohne dass er irgendetwas sagen muss, ansonsten einfach aufzeigt und diese Absurdität so schön sichtbar macht. Ja, zu deiner Frage. Ich war jetzt vor wenigen Wochen ja auch wieder in Frankfurt und habe mich dann noch mit einem alten Freund getroffen. Und ich habe gesagt, du, es tut mir leid, ich bin ein bisschen spät. Ich habe lange auf mein Taxi warten müssen, das ich im Hotel gerufen habe. Also ich bin ganz normal zur Rezeption, beziehungsweise ich habe angerufen, also ich brauche ein Taxi. Ja, für wann? Ja, für sofort. Okay. Und dann bin ich nach 5 Minuten dann runtergegangen, aber das Taxi war noch nicht da. Ich habe relativ lang gewartet und bin dann ein bisschen zu spät gekommen zum Treffen. Und er sagte, wieso rufst du denn dein Taxi noch da übers Hotel? Guck mal her, ich mache das alles hier mit meiner App und meiner Uber-App und meiner MyTaxi-App und so weiter und so weiter. Ich sage, du, ich habe ja gar kein Taxi, gar kein Smartphone dabei. Und es ist genauso wie jetzt eben hier vom Andreas angesprochen.
Es werden bestimmte technische Geräte ganz einfach vorausgesetzt und infolge dieser entsprechenden Geräte entstehen auf einmal ganz viele Vertragsverbindungen möglicherweise, alleine schon durch die Apps, alleine schon durch die Benutzung des entsprechenden Smartphones in Form von seinem Betriebssystem. Und natürlich auch in der Installation und entsprechenden Verträgen, die wiederum mit den Telekommunikationsgesellschaften eingegangen werden, weil sie zum Teil natürlich genutzt werden. Und. Dann hängen da drin noch Banken, die entsprechend auch noch zusätzlich in diesen Verträgen stecken, weil vieles auf Kredit geschieht. Beispielsweise, wenn du deinen neuen Vertrag benutzt, nein, dann hast du erstmal Kredit. Ja, du benutzt dein Handy, hast unterschrieben, alles klar. Und bis zur Abbuchung von deiner ersten Rechnung, wie man das so nennt, ja, hast du Kredit. Also mit anderen Worten, das ist ganz, ganz richtig. Und diese Komplexität, die gilt grundsätzlich und die wird extrem erweitert. Und viele technische Geräte, die uns sehr günstig angeboten werden, die dienen genau diesem Zweck. Und hier hängt natürlich auch G5 stark mit, denn G5 braucht wirklich auch eine kurze Entfernung und bietet damit gleichzeitig auch eine sehr genaue Überprüfung und macht eben auch das sogenannte Internet der Dinge möglich. Ja, und dieses Internet der Dinge, das bedeutet natürlich, man könnte sagen, eine beinahe vollständige Überwachung, weil erst durch das Zusammenspiel der verschiedenen Daten wirklich diese Dramatik und auch diese Vollständigkeit sicher wird. Also du kannst davon ausgehen, dass wirklich heute schon es wirklich im Grunde genommen nur daran liegt, dass diese Datenmengen, die dort auszuwerten sind, zum Teil noch nicht zusammengeführt werden oder noch nicht konsequent zusammengeführt werden. Aber die Vorlieben, die besonderen Eigenschaften, die besonderen persönlichen, wie man das immer nennt, Eigenschaften eines Menschen, die lassen sich wirklich sogar mit entsprechenden Prognosen so weit in die Zukunft heraus prognostizieren, dass einem ganz Angst und Bang wird. Und dann gehört natürlich auch noch die künstliche Intelligenz dazu. Aber, und das müssen wir einfach wissen, all das geschieht wirklich freiwillig. Und eine Freiwilligkeit, die man eingeht, die heißt natürlich nicht, dass man diese Freiwilligkeit auch nicht wieder zurücknehmen kann. Nur wie das geschieht, das muss man wissen. Und ich möchte euch allen, die ihr heute hier die Tagesenergie zuhört, noch einen ganz wichtigen Hinweis geben, der im Grunde genommen ein ganz komplexer Hinweis ist und der auch in seiner Vollständigkeit von den allermeisten nicht verstanden werden wird, aber der dir später mal hilft, wenn du weiter bist. Vielleicht bist du auch schon so weit und weißt direkt, was damit anzufangen. Dann bräuchtest du den Hinweis vielleicht aber nicht. Der Hinweis, den ich dir geben will, ist einfach, dass wir selber sehr häufig aufgrund unserer Handlungen und Verhaltensweisen uns in eine Position bringen, in der man uns vorwerfen kann, dass wir unkorrekt agieren. Und das auf Basis von bestimmten Verträgen, Vereinbarungen, Zusagen, die wir gemacht haben, die uns aber nicht bewusst sind oder die wir sogar gar nicht kennen. Und wenn jetzt jemand in eine veränderte Verhaltensweise eintritt, dann kann das sehr, sehr häufig zur Folge haben, dass dort in der Konsequenz Vertragsbrüche auftauchen, die dann dazu führen, dass diese Vertragsbrüche herangezogen werden können, um über dich zu bestimmen. Und deswegen ist es häufig eine bessere Idee, erst einmal wirklich genau sich kundig zu machen, bevor man etwas tut. Weil du befindest dich in einem Terrain, das du nicht kennst. Und meine Empfehlung oder mein Hinweis ist es, lern dieses Terrain kennen, damit du dich dort besser und freier bewegen kannst. Es ist keine gute Idee, dieses Terrain umbauen zu wollen oder verändern zu wollen, ohne dass du überhaupt verstehst, wie es funktioniert. Zumal dir die Möglichkeiten des Umbaus in dieser Form nicht wirklich obliegen. Und zumal diese Strukturen eben nicht nur national, sondern international vorhanden sind. Also mit anderen Worten, ich komme nochmal auf den Punkt zurück, die Ignoranten, die sich verweigern, die sagen, ich will das gar nicht wissen, die einfach nur ihre Phrasen dreschen, die mit niemandem sich austauschen wollen, damit ihre eigene Welt nicht gefährdet wird, die werden immer weiter in
Bereiche hineingeführt in diesen Irrgarten, der mit Falltüren nur so ausgerüstet ist. Und sie finden sich auf einmal im Keller wieder und wissen gar nicht warum. Sie mit Recht in diesen Keller verfrachtet worden sind, weil sie sich unkorrekt verhalten haben und somit selber die Rechtfertigung für diese Maßnahme geliefert haben. Also mit anderen Worten, all das, was jetzt aufgebaut wird, basiert auf Freiwilligkeit, basiert auf dein Zutun. Und von daher sollte man das eigene Tun genauer betrachten und auch verstehen, was man tut in der Konsequenz. Und da gibt es heute Möglichkeiten, die stehen uns genauso offen, wie die entsprechenden Einschränkungen um uns herum aufgebaut werden. Ihr Lieben, es ist die Zeit vorangeschritten. Ich möchte gerne noch zwei Themen aufgreifen, die uns dann endgültig in den spirituellen abschließenden Bereich führen. Ich habe zwei Meldungen deswegen ausgewählt, weil sie so schön grotesk sind und man den Kopf so schön darüber schütteln kann. Es gäbe noch mehr. Es gab also sozusagen eine Art Wettbewerb zwischen diesen Absurditäten. Und ich habe mich da gar nicht so leicht entscheiden können. Vielleicht ist diese Meldung hier vom Spiegel schon die Top-Meldung, ich weiß es nicht. Im Spiegel gibt es ein Interview mit einer Feministin, nämlich Antje Schrupp. Und Antje Schrupp hat festgestellt, dass es nicht in Ordnung ist, dass nur Frauen Kinder kriegen können. Eine Frau sollte sogar für die Fortpflanzung keinen Mann mehr brauchen. Das ist das, was sie sagt. Diese Abhängigkeit vom Mann, diese ganze männliche Gesellschaft, das muss alles weg. Und entsprechend muss das alles verändert werden in eine neue Struktur, die eben insbesondere dann dazu führt, dass die Dinge auf den Kopf gestellt werden, wie wir sie bisher gesehen haben. Und das ist etwas, das haben wir ja schon häufig gehört. Und ich würde gerne diese Meldung dazu nutzen, dir nochmal ein paar Gedankenimpulse anzubieten, warum das so ist. Es ist so absurd und so bescheuert. Und es gibt natürlich viele Antworten und du musst wirklich verstehen, dass diese ganzen Strukturen und diese ganzen Themen, die jetzt da hochgekommen, immer mehreren Zwecken dienen. Nie nur einem, nie. Geht immer um mehrere Zwecke. Und deswegen springt man immer zu kurz, wenn man nur ein Thema herausgreift. Klar ist es, dass wir sehr häufig in der Gesellschaft erkennen können, dass auch zwischen Männern und Weibern, ich hoffe, du weißt, warum ich Weiber sage, weil Frau und Herr wirklich auch systemische Titel sind, die ich vermeiden möchte, weil ich diese Titel nicht nutzen möchte. Von daher spreche ich also nicht respektlos von den weiblichen Wesen, sondern wenn ich Weiber sage, meine ich das eben besonders respektvoll. Also Männer und Weiber in diesen ganzen Strukturen, die damit natürlich auch sehr häufig, man könnte sagen, gegeneinander aufgebracht werden. Allein schon dadurch, dass die Vorstellung genährt wird, dass Frauen ständig unterdrückt werden und ständig sich durchsetzen müssen per se, weil der Mann einfach durch seine Männlichkeit von Hause aus schon eine Bedrohung oder eine Unterdrückung darstellt. Und das wird momentan riesig ausgebaut. Es gibt inzwischen Museen, die Bilder von weißen alten Männern herausräumen, weil sie eben für etwas stehen, das man sich hinter sich lassen möchte. Das ist etwas, das auf der einen Seite klar ist, auf der anderen Seite aber ist es viel wichtiger, dass wir selber wirklich nicht mehr in der Lage sind, selbstständig eine Gewissheit zu haben für das, was ist und was ist, weil es einfach aus sich heraus ist, weil es nahe am Ursprung ist, dass wir diese Gewissheit verlieren und genauso in verkopfte, absurde, gedankliche Modelle hineingebracht werden, die uns genauso sinnvoll scheinen wie das, was eigentlich Wahrheit ist. Vielleicht sogar sinnvoller. Oder sogar dazu führen, dass wir die Realität so lange verdrehen, bis sie unserer absurden Vorstellung von Wunschwahrheit entspricht. Das ist ein zweiter wesentlicher Faktor. Stecken noch mehr Faktoren darin. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Kampf gegen das Männliche per se. Denn das Männliche ist das, was die stiftende Qualität des Geistigen hier repräsentiert. Die Frauen repräsentieren das Austragen der geistigen Idee
und das dann in die Welt hineinbringende. Der Mann steht für den Stimulus. Der Mann, der also Entdecker ist, der die Welt bereist, der auch den Status quo wieder verändert. Die Frau sagt, bleib doch zu Hause, alles ist doch schön jetzt und friedlich. Warum willst du denn jetzt wieder hinausgehen? Sei doch mal froh, bei der Familie zu sein. Und wenn ich diese Bilder bediene, dann weiß ich natürlich, dass es auch klischeehafte Bilder sind. Aber es sind eben die Bilder, die auch der eigentlichen Struktur entsprechen. Man könnte sagen, die von der Natur so geliefert werden und entsprechend dann natürlich auch Abbildungen erzeugen, die diese Qualitäten eben betonen. Es wäre genauso absurd zu sagen, naja, das Bild, was du jetzt hier mit diesem Denkmal eines Soldaten präsentierst, zeigt wieder die entsprechende Aggressivität, zeigt diese militärischen Aspekte auf. Naja, deswegen haben wir es gemacht, weil es ist ein Soldat. Wenn wir einen Mann abbilden wollen, dann wollen wir männliche Aspekte möglicherweise betonen. Vielleicht auch nicht, vielleicht wollen wir die anderen Aspekte, die ein Mann auch in sich tragen kann, betonen. Vielleicht die gedanklichen Aspekte, dass die Dinge hinterfragende, genauso wie möglicherweise eben das auch voranschreitende, genauso wie bei einer Frau viele Aspekte betont werden können. Das sexuell Reizvolle, das Mütterliche, auch das Wehrhafte, das eine Frau natürlich in sich trägt. Und alle Aspekte haben ihre Qualität und alles gehört zusammen. Aber wir werden in Konflikt gebracht mit Aspekten in uns, genauso wie wir in Konflikt gebracht werden mit Aspekten im anderen. Wir werden in Konflikt gebracht auch mit den männlichen Aspekten in uns, die interessanterweise aber von den besagten sogenannten Emanzen überbetont werden. Das, was sie dort im Außen bekämpfen, tragen sie in einer überbetonten, pervertierten, paradoxierten Form in sich. Und das ist immer so. Zwingend. Es gehört zu dem, was man die Naturregeln nennen könnte. Das scheidet hier von den Naturgesetzen und den Naturregeln. Und diese natürlichen Regeln erzeugen ganz bewusst in uns etwas, das wir einen Konflikt nennen können, eine Aufspaltung. Und diese Aufspaltung führt dazu, dass du nicht herausfindest aus dem Terrarium. Solange du aufgespalten bist, bleibst du hier. Solange du aufgespalten bist, bleibst du in den unterschiedlichen Labyrinthen des Systems. Solange du aufgespalten bist und nicht weißt, wer Person und wer Mann ist, bleibst du in diesen Strukturen. Solange du nicht weißt, wer das Ich ist und wer das Selbst ist, bleibst du in diesen Strukturen. Und wir werden aufgespalten. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist das, was hinter der starken Promotion des Transgender-Themas steht. Dieses starke Betonen dient einer Aufspaltung, sodass der Einzelne in sich selber auch nicht mehr wirklich weiß, wer er ist und dass deswegen andere ihm es sagen können. Und diese Dinge werden auf unterschiedliche Art erzeugt, nicht nur gedanklich, nicht nur mental, nicht nur hypnotisch, sondern auch auf einer physischen, chemischen und frequenzbetonten Ebene. Diese Dinge sind sehr vorangeschritten und sind, wenn man so möchte, der Ausgleich zu unserer so starken, ebenfalls voranschreitenden inneren Bewegung der Bewusstwerdung. Denn wir sind nicht weit davon entfernt, uns befreien zu können. Wir sind ganz dicht dran. Jeder, und zwar jeden Tag, in jedem Aspekt, jeden Moment, weil alles schon in ihm trägt, alles in ihm vorhanden ist. Das ist das Zentrale. Ich kann dir im Grunde gar nicht viel mehr sagen. Weil die Methodik, mit der du dich dann befreist, die ist unterschiedlich. Es gibt manche Menschen, die brauchen keine Methodik. Da sind die Dinge in ihnen so klar, dass sie dann nur noch wirklich mit Willkür in einer Struktur gehalten werden, die sie eben nicht mehr freiwillig einnehmen und die ihnen auch nicht mehr auferlegt werden kann. Wenn das dann mit solcher Willkür geschieht, dann werden auch diejenigen, die diese Willkür anwenden, zu denjenigen, die sich nicht an die eigenen Regeln halten und die dann auch innerhalb des eigenen Systems mit den Konsequenzen zu tun haben werden, und zwar zwingend. Also nicht erst, wenn sie erwischt werden, sondern alleine schon die Tatsache dadurch, dass sie
selber dem System, das sie eigentlich nutzen, einen Bärendienst erweisen, wie man immer so sagt, ihm entgegenstehen. Und das passiert momentan auch. Überall ist Umbruch, nicht nur bei uns, nicht nur bei denjenigen, die im Labyrinth stehen, sondern auch diejenigen, die das Labyrinth kontrollieren, aufbauen, überwachen oder selber in diesem Labyrinth an bestimmten Positionen eingesetzt sind. Das ist eine Gesamtentwicklung. Ja, eine Meldung habe ich noch. Das ist die letzte, die ich hier rausgesucht habe, auch wenn es natürlich viel, viel mehr gäbe. Nee, ist nicht wahr. Zwei Meldungen. Eine Meldung, die will ich dir noch auch aufzeigen, weil sie so gut geeignet ist, uns auch wieder schlechtes Gewissen zu machen und so unwohl zu fühlen. Und ja, die Meldung stammt aus der Zeit. Umweltverschmutzung. Wahrscheinlich atmen wir längst Plastik. Forscher haben Mikroplastik im Schnee der Arktis gefunden. Was harmlos klingt, bestätigt einen Verdacht. Die Luft, die unsere Lungen füllt, enthält feinste Partikel. Diese ganze Geschichte, die uns jetzt immer wieder vorgeführt wird, und wenn ich hier weiter runterschaue, dann steht dort, Mikroplastik ist überall in der Tiefsee. Da wird verlinkt auf einen Artikel, Mikroplastik, Fund Tiefseetiere, Umweltverschmutzung. Zwischen den Sandkörnern der heiligen Flüsse, da gibt es ja auch eine entsprechende Verlinkung von der Zeit, im ewigen Eis, in der Arktis, zufolge auch in unseren Körpern, ja sogar nach dem deutschen Reinheitsgebot gebrauten Bier, überall ist Plastik. Meine Herren, mach dir Sorgen, mein Freund. Alles ist schon kaputt. Und weißt du, wer es kaputt gemacht hat? Ja, du weißt es wahrscheinlich. Du, weil du Plastiktüten benutzt und weil du einen Plastiklöffel hast und an deinem Auto ist Plastik, überall ist Plastik, du Drecksack. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube diese Dinge nicht. Ich sage nicht, dass sie nicht stimmen, aber ich glaube sie nicht mehr. Ich nehme sie nicht mehr einfach nur so hin. Ich glaube nicht an irgendwelche Bilder, die man mir zeigt. Nicht automatisch. Ich halte sie für möglich. Aber ich glaube sie nicht. Wir werden sehr, sehr viel an Stellen geängstigt und mit Dingen konfrontiert, die uns belasten. Belasten. Die uns eine Last auf die Schulter nehmen, eine Verantwortung auf die Schulter legen für etwas, für das wir die Verantwortung nicht tragen. Und gleichzeitig verlieren wir die Fähigkeit, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Bei beides kannst du nicht. Und ich möchte dir den deutlichen Hinweis geben, dass du die Verantwortung wieder für dich selber übernimmst. Und dazu will ich dir jetzt abschließend sagen, was ich unter Verantwortung verstehe. Auch wenn ich das schon immer wieder gemacht habe, vielleicht ist heute der Tag, an dem der richtige Impuls zu dem richtigen fällt, der dieses Video sieht. Verantwortung heißt, dass du eine Antwort gibst auf die Fragen, die dir das Leben stellt. Das ist deine Verantwortung. Das Leben trägt dir eine Situation an, eine Frage, und du gibst die Antwort. Und die allermeisten geben eine Antwort von anderen. Sie geben die Antwort wieder, die sie gelernt haben, die man ihnen mitgeteilt hat. Die Antwort, die gut geeignet ist, um sie in bestimmten Strukturen zu halten. Du weißt doch auch, dass es nicht richtig ist, dass du Auto fährst. Ja, aber ich hab doch diesen Job, ich muss. Du lässt dich ein. Du gerätst in die Situation, dass du dich erklären musst. Du gerätst in die Situation des Schuldners. Verstehst du das? Das ist die Grundlage dieses gesamten Systems an allen Stellen, überall. Und Schulden bedeutet immer, dass du noch was machen musst, dass da noch was verlangt werden kannst. Da kannst du noch nicht weg. Du bist so, wie du bist, jetzt im Moment, in diesem Augenblick, perfekt, wo du, so wie du bist. Du hast keine Schulden und keine Verpflichtungen, wenn du nicht wirklich in diese Dinge eingetreten bist, indem du selber Ja gesagt hast. Und das hast du viel öfter, als du glaubst, ohne dass du es wusstest. Aber das musst du zuerst mal erkennen, bevor du Nein sagen kannst. Denn wenn du jetzt Nein sagst, naja, dann wirst du zum Brecher der Vereinbarung, zu demjenigen, der die Dinge entehrt, zu demjenigen, der so behandelt werden muss, wie man dich behandelt. Das heißt, der erste Schritt ist, dass du erst einmal begreifst,
wozu du zugestimmt hast. Und weißt du was? Das kannst du auch erst wirklich begreifen, wenn du weißt, wer du bist. Denn sonst gehst du unter falschen Voraussetzungen heran und verwechselst vielleicht die Dinge miteinander. Sehr wahrscheinlich. Und deswegen liegt die Lösung und die einzige Lösung der Befreiung immer nur in der Selbsterkenntnis. Und alles, was hier gemacht wird, alles, was ich dir heute vorgelesen habe, alles, was getan wird, um uns in Beschäftigung zu halten, in Schuld zu halten, wird getan, um dich in deiner wahren Qualität nicht erkennen zu können. Denn würdest du dich in deiner wahren Qualität erkennen, dann würde man nicht mehr so wunderbar auf deine energetischen Kräfte zurückgreifen, die nämlich dein wahres Sein verkörpern. Du bist das Leben und dieses Leben wird in diesen Terrarienstrukturen gekidnappt von den Kräften des Todes, die selber über keine Lebenskraft verfügen und die deine brauchen. Ja, das ist ein bisschen abgefahren, das weiß ich. Ich hoffe trotzdem, dass die richtigen Impulse für dich da waren. Ich kann dir sagen, es ist ziemlich gut formuliert. Es passt ziemlich genau. Jetzt verabschiede ich mich von all denjenigen, die bei YouTube zuschauen. Ich hoffe, die Tagesenergie hat dir ein bisschen Freude gemacht. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, selbstverständlich. Ich freue mich auch über Abonnenten, gar keine Frage, denn es gibt mir einen Hinweis darauf, dass es auch noch andere gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen und die ein Verständnis diesbezüglich erlangen. Alle anderen können gern noch hierbleiben. Wir gucken uns jetzt noch mal ein, zwei Fragen an. Bei allen YouTube-Sehern verabschiede ich mich für heute jedenfalls. Alles Liebe, Namaste und Namaskar. So, ihr Lieben, jetzt muss ich meine Kamera ausschalten und dann geht's gleich nochmal hier ein bisschen weiter. Ich hoffe, die Kamera läuft noch. Ich hatte nämlich die ganze Zeit ganz schön. Ja.